Ein Kontrastprogramm pur ist das Duell Ingolstadt gegen Freiburg. Zur Winterpause noch beide punktgleich nach der Breisgauer Berg- und der Schanzer Talfahrt. Nur 8 Spiele später, beide 16 Punkte auseinander. Zuletzt ordentlich in der Kritik. Marius Funk, der Schanzer Keeper, mit einigen Fehlern, aber er bekommt das Vertrauen von Trainer Capretti. Freiburg in Weiß, nach wenigen Sekunden gleich mal gefährlich. Philipp Treu und mit ordentlich Wumms über den Kasten vom Freiburger Kapitän. Der FCI mit 5 Veränderungen in der Startformation zur Vorwoche, aber insgesamt recht stabil, auch wenn dominanter der Sportclub aus Freiburg. 13. Minute, diese Szene! Rico Preisinger kommt zu spät gegen Robert Wagner, hat da richtig viel Dusel. Dass es nur die gelbe Karte gibt, kann ja auch durchaus mit Rot vom Platz. Doch Schiedsrichter Weißbach hatte noch Gnade. 5 Minuten später wieder Preisinger im Mittelpunkt. Hier kommt er erneut zu spät. Das ist zwingend gelb-rot. Richtig viel Glück für die Ingolstädter um Trainer Capretti, dass sie da zu 11 weitermachen durften. Aber nach 34 Minuten nahm er vielleicht auch vorsichtshalber Preisinger runter. Nur wenig später diese Szene, viel zu hohes Bein von Guttau. Der hatte auch schon gelb. Und hier gegen Preisinger mit dem Vergehen. Glück also jetzt ausgeglichen auf beiden Seiten. Hätte es eigentlich eine gelb-rote Karte sein müssen. Die 43. Minute, Fußball wurde auch noch gespielt. Tobias Beck! Der beste Schanzer Torschütze mit 9 Toren. Hier kommt er mal zum Abschluss. Insgesamt gab es von diesen auf beiden Seiten zu wenig. Der SC Freiburg hatte mehr Ballbesitz. Hinten sehr stabil gewohnt. Gab ja auch 6-mal einen 1:0 Erfolg schon in der Saison. Minimalistisch und gut. Das wäre heute auch so ein Wunschergebnis. Und weiter die Freiburger dann mit einer Riesenchance. Oskar Wiglöf! 53. Minute wird er mustergültig bedient. Und der Finne bringt den Ball aus 11 Metern nicht unter. Hier schauen wir nochmal, ist der Ball mit vollem Umfang über der Torauslinie? Wir wissen es nicht. Mika Bauer, klasse Einsatz und dann aus 11 Metern die Top-Gelegenheit. 61. auch Ingolstadt, war gut drin und Lattenkreuz von Patrick Schmidt. Der Stürmer heute von Beginn an mit Testrot in der Spitze. Hier klasse der Versuch, es fehlen Zentimeter. Schlussphase. Beide hofften auf dieses eine Tor. Ezequem. Knappe, eingewechselt auf Stark. Julian Stark, aber klasse pariert von Funk. Der Keeper heute ohne größere Patzer. Freiburg war also nochmal drauf und dran. Vielleicht über einen ruhenden Ball. 5 Minuten vor dem Ende. Das ist Philipp. Fahner sucht und findet Robert Wagner. Das 1:0 für die Freiburger ganz am Ende und da schreien sie all ihr Glück nochmal hinaus. Super ruhender Ball und dann passt der ganz genau an Latte und Pfosten und dann geht er knapp über die Linie. Funk sieht natürlich blöd aus, kann aber nichts machen. Das zweite Saisontor von Wagner. Ja, wir haben gestern noch im Abschlusstraining Standards geübt. Wir wussten, dass Ingolstadt da leicht anfällig ist und dann bin ich umso glücklich, dass es geklappt hat heute. So, bei allem Überfluss gab es auch noch die 10. Gelbe wegen Ballwegschießens. Für den Abwehrboss muss Leo, die Ingolstädter, eh schon mit ordentlich Ausfällen defensiv. Die Nerven lagen blank. Den Jungs kann man ja nicht vorwerfen, nicht gelaufen zu sein, nicht in die Zweikämpfe gegangen zu sein, nicht alles gegeben zu haben. Das kann man ihnen ja nicht vorwerfen. Sicherlich ist das Ergebnis schlecht, gar keine Frage. Ja? Und die Fans... Ja, sind sehr emotional, was das angeht, gucken sich das Ergebnis an und sagen, ihr spielt scheiße. Der Schanzeranhang ließ nach dem Spiel dem Unmut freien Lauf. Ingolstadt wird durchgereicht, sind jetzt schon Elfter. Man hat sich etwas ganz anderes vorgestellt. Auf der anderen Seite ist es der 6. Sieg in Folge für den SC Freiburg. Die jungen Wilden sind weiter nicht zu stoppen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.